Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Neverguest. Hier, wo wir beim letzten Mal geendet haben. Einige werden jetzt schon sich im Twitch-Chat, der wieder läuft, schon bekannt gemacht haben damit. Wir haben, es ist immer so schwer, Anmoderationen zu machen mit meiner Verpeiltheit. Naja, okay. Also, ich habe auf Twitch gerade eben schon mal eine Welt probiert. Auf einer Welt rumprobiert. War da gerade ein Schild und ist jetzt weg, oder? Na gut. Wir haben ein bisschen was rumprobiert, haben ein bisschen was gemacht und haben uns dafür entschlossen, Ja zu sagen und uns alle gegenseitig zu heiraten. Was? Was? Nein, natürlich nicht. Also, ich habe ein bisschen was getestet und ich möchte das, was ich getestet habe, jetzt mit euch hier fortsetzen. Die aus Twitch, wie gesagt, die wissen das schon und wir machen das jetzt, ne? Ich habe nämlich jetzt hier nochmal komplett alles umändern. Ihr habt das vorgetestet, ihr werdet begeistert sein. Wenn ich jetzt nochmal sage, dass ich es getestet habe, dann glaubt mir das kein Schwein mehr. Oder alle glauben es mir, ich weiß nicht genau. Wie gesagt, der Twitch-Chat läuft nebenbei. Alle, die den Twitch, die das schon kennen, die wissen es. Ansonsten, ich werde ab und zu mal einfach reinschnuppern in den Twitch-Chat. Und dann sehen wir, was da passiert so. Die ernte ich mal ab hier, weil die brauche ich auch gleich. So. Dann nehmen wir das da damit. Das wird natürlich jetzt nicht so schnell gehen, wie ich das gerade eben gemacht habe, weil wir hier natürlich kein Boss-Modus anhaben. Boss-Modus. So, hab ich denn noch? Hab ich noch. Super. Klack, klack und klack. Nanu. Klack. So, jetzt müssen wir hier noch. Und da noch. Das ändere ich nachher ab hier draußen alles. Das können wir später alles machen. Habe ich denn jetzt was zu essen? Ich habe jetzt einen Apfel. Und ein Ei. Ein Apfel und ein Ei. Na, wer hätte gedacht. Und was habe ich natürlich vergessen? Ja, ich habe vergessen, die Minecraft-Musik anzumachen. Minecraft-Dateien. Ja, Dateien schreibt man eigentlich mit EI, das ist super. Minecraft-Musik. Die obere nehme ich nicht, die sind mir zu langweilig. Und bis hierher ungefähr. Wiedergabe. Die richtige Lautstärke haben sie. Na dann. Essen wollte ich holen. Nehmen wir 20 Möhren mit. So. Das Default ist, dass wir einen automatischen Ofen bauen. Das habe ich auch nicht vergessen. Das machen wir auch noch. Momentan aber nicht. Dann lass mal das hier auf. Und ich fange jetzt einfach mal hier oben an und baue hier oben das, was ich gebaut habe. Und wir arbeiten uns langsam durch. Weil das, was wir unten gebaut haben, hat ja doch echt eine Weile gedauert. Selbst mit kreativen Modus. So. Hier war noch was. So, ich habe ja noch 15 Millionen gehabt, bin ich blöde? Ach, gut, dass ich immer so vorbereitet und so bei der Sache bin. Warum steht da im Grasblock? War der Enderman schon wieder hier? Der Enderman. Der das ändern kann. Ja, und ich fände es cool, wenn die im Twitch-Chat einfach mal ein paar Themen dazu schreiben können, über die wir uns unterhalten können. Wenn ihr Themen habt, wenn ihr was wissen wollt oder wenn ihr ein Thema habt, das momentan so aktuell ist in der Welt, dann schreibt es einfach mal rein und wir reden mal drüber. Dafür ist der Twitch-Chat ja da. Das ist das, was ich mir vom Twitch-Chat erhoffe. Wenn ich jetzt nochmal Twitch-Chat so schnell sage, dann, keine Ahnung. Da, ja, das erhoffe ich mir von dem Chat. Und, ja, dann, macht ihr es mal. Einfach mal, reinschreiben, was ihr glaubt, was cool ist, was jetzt, gequatscht werden muss. Zum Beispiel die Größe meiner Unterhose. Oder das Füllvolumen. Keine Ahnung, wie ich auf diese Ideen komme. Ignoriert es einfach. So. Das hat man weggemacht. Dafür hatten wir mit den Workbench, die wir gerade weggemacht haben, könnten wir eventuell mal... Klack.
Dafür haben wir uns Sitzbänke gemacht. Holla. Haben wir einen Stöcker gemacht und dann haben wir uns Schilder gemacht. Und dann haben wir uns hier zwei Bänke hingestellt. Haben da Lehnen dran geklatscht. Ich habe hier auch ein Bild unten stehen. Ich habe jetzt ein neues Handy bekommen, das das Xperia Z3. Von meinen Anbietern habe ich das bekommen. Obwohl, ich könnte eigentlich mal probieren. Das ist doch meine Option. Wie sieht denn das aus, wenn ich... Ja, 2 sieht scheiße aus. Wenn ich einfach... So einen Tisch hinstelle. Könnte man eventuell im Moment... Sieht doch fast schon edel aus. Das sieht ja sogar noch besser aus, weil er hat so eine Art Tischdecke noch dazu. Das gefällt mir. So, wie haben wir das jetzt unten gemacht? Hier unten hatte ich erst einmal alles abgekrabbelt. Komplett bis hierher. Weil hier wird alles aus Stein ersetzt. Ich gucke gleich mal in den Twitch-Chat, was da passiert ist. Das habe ich ja genug Zeit gegeben, sollte ich mal am Antwort da sein. Ich benutze Gehirn. Gehirn? So. Gucken wir mal rein. Mitten im Haus, okay, wie groß ist deine Unterhose? Was hältst du von den Gerüchten, dass die Vogelgrippe wieder da ist? Genau, Vogelgrippe ist ein gutes Thema. Grippe, bei mir kam heute das Nokia Lumia 600 in Schwarz an. Oder red darüber, was du in der nächsten Zeit alles auf YouTube erreichen willst. Okay. Also, Vogelgrippe ist bei mir einfach beigerauscht. Keine Ahnung, ist das Vogelgrippe wieder da? Wusste ich gar nichts von. Habe ich doch gar nicht gehört, um ehrlich zu sein. Also, kann ich da jetzt auch gar nichts dazu sagen. Aber, keine Ahnung, wo habt ihr das her? Und, ich sag mal, Vogelgrippe ist ein schwieriges Thema. Sag mal so, wenn die Vogelgrippe zurück ist wieder. Oder, dann fangen wir mal anders an. Ich bin ja nicht der Meinung, dass die Vogelgrippe jemals weg war. Die Vogelgrippe hat es gegeben, schon bevor sie entdeckt wurde und auch schon bevor darauf Rabatz gemacht wurde. Und die Vogelgrippe war bestimmt auch nie vollkommen weg aus Deutschland. Die hat sich nur bestimmt irgendwie ein bisschen ruhiger verhalten eine Weile, weil die Menschen dachten, sie hätten sie fast ausgerottet oder so. Ich glaube nicht, dass man Krankheiten einfach so ausrotten kann. Irgendwie kommen die wieder. Es gibt auch noch Pest. Also wer glaubt, dass die Pest ausgerottet wurde, der liegt genauso falsch. Es existiert genauso noch Pest. Nur in Gegenden... wo sie sich nicht ausbreiten können. Zumindest momentan nicht. Und bei Vogelgrippe... ich sag's mal so. Jeder Laden, der Geflügel verkauft, jeder Anbieter hat ja sein Geflügel zu kontrollieren. Und ob Vogelgrippe nun da ist oder nicht, das Geflügel, also das Fleisch an sich... wird ja kontrolliert und muss kontrolliert werden, auch auf Vogelgrippe, wie genau man das macht, das bin ich jetzt überfragt, das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber sollte, du kannst so oder so nur darauf vertrauen, dass die ihr Ding richtig machen, wenn die ihr Ding nicht richtig machen, dann kann auch, wenn Vogelgrippe ist und jeder das weiß und diese Anordnung vorgeordnet ist und wenn die es falsch machen, bist du trotzdem tot. Also ob da Vogelgrippe ist oder nicht, ist jetzt eine Sache für sich.
Ich persönlich bin jetzt nicht sehr beeindruckt davon. Ich werde jetzt auch nicht in Flügel. Gut, ich esse momentan sowieso kein Geflügel. Esse ich Geflügel momentan? Ja, gut, ich habe letztes Mal ein Hähnchen reingehauen. Aber mal so ein Hähnchen reingehauen, ne? Von sich her würde ich sagen, also, man sollte immer vorsichtig sein, was so Zeug angeht, aber jetzt besonders große Vorsicht walten, weil jemand sagt, es wäre wieder aufgetaucht, würde ich jetzt nicht walten lassen. Aus meiner Perspektive erzählt nicht euren Eltern, ja, der Never hat gesagt, pff, ich brauche da nicht drauf aufpassen, ich einfach reinbeißen, ungewaschen am besten noch. Das habe ich nicht gesagt. Jetzt haben wir das ganze sinnlose Zeug ablagern. Das und das und das und na gut. So. Und was habe ich vor auf YouTube zu erreichen? Naja, ich werde morgen Millionär und dann übermorgen Milliardär und dann kaufe ich mir von den YouTube-Millionen, die ich verdiene, ein Luxus-Apartment auf dem Himalaya und werde da ein Weißer. Ja, das ist ungefähr mein Plan für die nächsten 100 Jahre. Was? Nein, natürlich nicht. Was habe ich vor, für YouTube zu erreichen? Schwierig. Einerseits habe ich vor, das Ziel zu erreichen, was ich schon immer erreiche. Ein Let's Play-Kanal aufzubauen mit einer aktiven Community, die mit mir gemeinsam meine Let's Plays gestaltet, mit mir gemeinsam auf YouTube aktiv ist. Ich habe vor, mich eventuell TGN anzuschließen. Bin mir nicht sicher, die haben mir eine Einladung geschickt. Hört sich sehr verlockend an, weiß es noch nicht. Ich habe vor, einiges zu verändern auf dem YouTube-Kanal, was daher kommt, dass ich ja jetzt nach Österreich mache, also auf Deutsch. Hier bin ich hier lang. Also auf Deutsch. Bei mir sowieso sich einiges umstellen wird, weil ich werde dann das erste Mal, seitdem ich existiere, alleine wohnen und weiß auch nicht, wie das mit dem Internet da so ist und bla bla bla. Es ist alles neu für mich. Ich weiß da noch nicht genau, was sich da entwickelt, wie sich da entwickelt. Das kann ich jetzt auch gar nicht so sagen. Von daher wird da so oder so ein bisschen was Neues auf mich zukommen. Und dementsprechend muss ich dann halt den YouTube-Kanal anpassen. Ich habe vor, eventuell das Streaming ins YouTube-Kanal-Business mit aufzunehmen. Als, sagen wir mal, Streaming am Sonntag. Ich hatte ja mal Zocken am Sonntag. Da haben wir dann jeden Sonntag eine Stunde gezockt und haben dann so ein Special rausgehauen. Das wäre eine Option, dass man einfach mal am Sonntag sagt, okay, wir streamen eine Stunde oder zwei Stunden. Streamen an sich ist jetzt nicht unbedingt schwer. Das können wir noch machen. Ich muss die Musik mal ausmachen kurz. So. Wieder so eins. Ah, ich habe keinen automatischen Dings drin, alles klar, warte mal. Jetzt. Okay, der möchte ein bisschen von den YouTube-Millionen abhaben, na klar, kriegst du natürlich ab. Kriegst ein bisschen Taschengeld einfach. ja. An sich habe ich einfach nur vor, den Kanal zu vergrößern. Mir vielleicht ein bisschen besseres Equipment zu holen. Das ein paar neue Spiele zu machen. Vielleicht ein paar Spiele, die ich... ich habe überlegt, ob ich jetzt eventuell... Ich muss die Musik mal ausmachen. Das ist... also die Musik. Ich kann so nicht reden. Das ist mega penetrant. Das hört sich besser an. Was? Hey Süße, warte mal bitte. Wir müssen hier mal ein bisschen gemeinsam. Okay, jetzt kommt der Assassin's Creed Moose auf Dummness! Oh, und BAM! Crits in your face!
Wo? Aua. So. Was ist kaputt gegangen? Nö. Okay. Ich habe eventuell vor Assassin's Creed 4 noch einmal aufzusetzen. Das haben wir ja komplett verkackt gehabt. Also ich habe es verkackt gehabt, weil da meine Festplatte abgeschmiert ist. Danach gab es ja auch den großen Absturz in meinem Kanal, dass dann 90% der Zuschauer gegangen sind, weil mir die Festplatte abgeschmiert ist. Was ich ein bisschen traurig fand, aber naja, was willst du machen? Ja. Sonst. Community Aufbau halt. Momentan ist es nicht so viel. Das ist einfach ein Grund, dass ich... Ich habe halt noch keinen großen Kanal. Ich habe jetzt nicht irgendwelche Pläne. Ich würde gerne mal mit einem berühmten YouTuber aufnehmen, muss ich gestehen. Mit Kronk oder so würde ich zum Beispiel mega gerne einfach mal aufnehmen. Einfach nicht aus dem Grund, dass sie berühmt sind, sondern... Mit Kronk könnte ich mich zum Beispiel sehr gut identifizieren. Ich glaube, der hat so ungefähr denselben Spielstil wie ich. Obwohl... Also, er spielt ein bisschen ruhiger als ich, ein bisschen besinnlicher. Ich spiele ein bisschen verrückter als er. Am liebsten würde ich ja, muss ich gestehen, mit Kelly kommentiert Kommentare mal aufnehmen. Die ist ja wirklich komplett durchgedreht. Und die ist auch, also ich glaube, mit der aufzunehmen, das wäre mega witzig. Das würde einfach nur einen dummen Spruch nach dem anderen abgeben, habe ich so das Gefühl. So, jetzt müssen wir uns mal ganz kurz hier ein bisschen... Ja, es gibt so YouTuber, da würde ich mir echt gerne mal wünschen, mit denen aufzunehmen gemeinsam. Aber wie gesagt, da muss man halt, das ist dann halt dieses Ding, da muss man halt erst vorher wachsen, ein bisschen Publikum bekommen, um sich dann eventuell bei denen dann vorstellen zu können mit, yay, hier, ich bin's, hast du eventuell Lust mit mir, das aufzunehmen? Und dann passiert da vielleicht auch mal was, aber da ist es halt echt so eine Sache, da braucht man wirklich Publikum vorher. Ich guck mal, ob ich das hier vielleicht ein bisschen abändern kann, was ich vorhin gemacht habe. So. Dann stelle ich nämlich genau in die Mitte jetzt. Ja, es ist schwierig auf jeden Fall. Jetzt muss ich überlegen, nicht, dass ich das jetzt falsch mache. Ich habe den vorhin einfach nur so freie Schnauze gemacht. Und kann nicht garantieren, dass der jetzt genauso aussieht. Ich hoffe es zwar, aber ich kann es nicht garantieren. Sieht doch fast genauso aus. Nein, natürlich nicht. Ja, am liebsten würde ich mit Kelly kommentiert Kommentare mal aufnehmen. Die ist wirklich total durchgedreht hier. Dame. Die Dame. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Was halt so kommt. Minecraft wird fortgesetzt auf jeden Fall. Das... Wow! Oh, wollte ich gar nicht. Ich hab nicht aus Angst auf auf friedlich gedrückt. Nein, hab ich nicht gemacht. Ihr habt keine Beweise. Nein, habt ihr nicht. So. Das war ungefähr so, aber nicht ganz.